Werbung. Als Kind denkst du, das Universum dreht sich nur um dich. Wie dumm kann ein Mensch sein? Ein völliger Volltrottel. Vagina. Die ist so rattenscharf. Ich komme gerade wieder richtig, weil ich sie geil finde. Weiter, ja? Du denkst, du wirst immer beschützt und behütet sein. Seid nicht dumm! Bitte, seid einfach nicht dumm! Mumm! Dann, eines Tages, erkennst du, dass es nicht stimmt. Verdammt nochmal, warum checkt man es denn nicht, Mann? Denn wenn du als Kind allein bist, halten die Monster dich für schwächer. Du merkst nicht mal, dass sie näher kommen. Bis es zu spät ist. Der macht sich selber den Dummheitsstempel auf den Kopf. Pfropf. Karl hier. Derry ist anders als alle Städte, in denen ich je war. Scheiß Stadt! Es sterben oder verschwinden 6-mal mehr Menschen als im Landesdurchschnitt. Und das sind einfach richtig dumme, faule Arschlöcher. Und das sind nur Erwachsene. Bei Kindern ist es noch schlimmer. Viel, viel schlimmer. Wir alle fliegen hier unten. Okay, hier ist es. Ich will es nur noch mal zeigen, ja? Meine Uhrensammlung. Audemars Piguet, 20.000 Euro. Nein! Okay, hier. Audemars Piguet Nummer 2, 37.000 Euro, ja? Nein! Okay? Hier, Audemars Piguet Nummer 3. Hier kostet 43.000 Euro. Nein! Ich will das nicht, ich brauche das nicht. Wenn du dafür zu kindisch bist, dann geh auf die Baumschule. Ich geh jetzt lieber wieder nach Hause. Dann verpiss dich. Wenn du es nicht willst, wenn du es nicht brauchst, dann verpiss dich. Das ist nur hier für die Leute, denen es was weiterbringt. Schauen wir uns mal die nächsten Vollidioten an, ja? Mein Großvater denkt, die Stadt ist verflucht. Wir brauchen Psychologen oder irgendwas. Der Grund für all das Schlimme, das in der Stadt passiert, wäre ein Ding. Ein böses Ding. Hier unten! Ich hab was gesehen. Da war dieser Clown. Ja, ich hab ihn auch gesehen. Angeber! Seht ihr? Alles ist durch die Kanalisation verbunden. Da unten lebt es. Es ist mein Kanal. Die meisten checken, die wissen nicht mal, wie ein Unternehmen läuft. Was ist Umsatz? Was ist Gewinn? Was ist Marge? Wie viel sind Steuern? Wie viel sind Lohnkosten? Was kostet das Büro? Was sind die Kreditkartengebühren? Die PayPal-Gebühren? Die Coke- oder die E-Store-Gebühren? Was ist jetzt los? Bill? Wer sich hier nicht verhalten kann, der fliegt raus. Du fliegst auf, du fliegst auf, du fliegst auf, du fliegst auf! Ich werde auch dabei sein. Ich bin der fucking Boss meines fucking Lebens. Ich habe mein eigenes Unternehmen, ich habe keinen Chef, ich mache wann ich will, was ich will, mit wem ich will. Ich bin finanziell frei. Ciao.
Und wie schon gesagt, aus meiner Sicht wäre es asozial, wenn ich nicht immer wieder erwähne, ich habe das geilste Leben.